kiss me goodbye and write me while I'm gone. Aber hier ist doch der King Arschfick, wenn er hier rufen wird, ist er da, mein Freund. Mann, jetzt werden wir einmal über den Arschficken reden, damit hier Stimmung in den Laden kommt. Und ich krieg euch alle in den Arsch. Jetzt werden wir das Niveau heben mit dem Arschfick. Sir, jawohl, Sir. Unglaublich, ich krieg euch alle in den Arsch. Sir, jawohl, Sir. Ich krieg dich in den Arsch, du Sau. Sir, jawohl, Sir. Ich krieg dich in den Arsch, du alte Kanackensau. Ich krieg dich in den Arsch. Sir, jawohl, Sir. Ich krieg dich in den Arsch, Kanacke. Fick dich in den Arsch, du Drecksau. Du arschgefickte, dreckige Kanackensau. Ich rasiere dir deinen Puller und steck dir in den Arsch. Du arschgefickte Drecksau, du. Sir, jawohl, Sir. Hey, wir wollten mal sagen, du siehst eigentlich ganz sympathisch aus. Kannst du mal deine Beine breit machen? Du kleiner arschgefickter Kanacke, da bin ich wieder. Du kleiner alter Wichser, du komm du mal raus. Alter Penner, du. Ich krieg dich in den Arsch, du Sau. Mann, jetzt werden wir noch einmal über den Arschficken reden, damit hier Stimmung in den Laden kommt. Du feiges Schwein. Ich werde dir mal einen Arschfick verpassen. Ja, so siehst du aus. So ein Weichkern bist du. Genau so ein Weichkern bist du. Los, steh auf und dick dir. Ich hab dir schon mal gesagt, Schwanz auf den Tisch. Schwanz, oder brauchst du Pinzette? Hast du keine Pinzette dabei, wa? Ja, dann kriegst du die raus. Ich rasiere dir deinen Puller und stecken dir am Arsch. Du arschgefickte Drecksau, du. Du machst einen Ganzkörperfick. Ich stick dich bei der Nuppe in der Fotze drin. Sir, jawohl, Sir. Alter Penner, du. Ich fick dich am Arsch, du Sau. Jawohl, Sir. Hol den Pimmel raus. Sir. Und ich fick euch alle in den Arsch. Ah! Und wir reden über Arschfick. Du kannst kochen, was du willst, du Sau. Ah! Wir wollen dich wichsen sehen, Junge. Sir, jawohl, Sir. Ich werde dir mal einen Arschfick verpassen. Ja, jawohl, Sir, jawohl, Sir. Du feiges Schwein, ich verpasse dir den Arschfick und ich werde dir den Neger holen. Sir, jawohl, Sir. Und deinen eigenen Schwanz schneide ich dir ab und stecken dir in den Arsch. Sir, jawohl, Sir. Hörst du mich, du geile Sau? Sir, das bin ich, Sir. Ich werde dir mal einen Arschfick verpassen. Sir. Du Sau, du krummbeiniges, mieses Kanackenschwein. Der Neger hat dich doch dreimal in den Arsch gefickt, habe ich gehört gestern. Sir, jawohl, Sir. Ja, mach Maul auf, da passt ein Negerschwanz drin. Das ist wahrscheinlich der Moment, als du Negerpimmel gesehen hast und lutschen wolltest, du alter Arschficker. Hätte mal was sagen, Junge, die glauben dir alle nicht, dass du überhaupt ein Kerl bist. Hab deinen Schwanz auf dem Tisch. Sir, jawohl, Sir, Sir. Dünsch ist doch bei dir was Schönes, dann sparst du die Vaseline. Du musst mal den richtigen Neger kriegen. Und war so, dass ihm die Scheiße nur so aus deinem Arsch rauslaufen wird. Alter Penner, du. Du feiges Schwein. Sir, nein, Sir. Ja, du den Arschfick nicht verstehst, aber. Sir, nein, Sir. Ja, da kickst du, das hörst du gerne, wa? Eine Negernülle werde ich dir in den Arsch schicken. Dich den schönen Neger werde ich dir holen. Mit 2 Meter langen Schwanz. Sag mal, willst du auch eine vollgeschissene Unterhose haben? Sir, jawohl, Sir! Ja, willst du eine haben? Ich lass dir vom Neger so einen Arsch ficken, das glaubst du gar nicht. Ja, du bist ein Sprachläufer. Der Türke fickt nur deine Alte, wenn sie rasiert hat ihre Spalte. Der Türke fickt Allah zum Trotze, auch meine unrasierte Fotze. Sir! Ihr seid ja wie dick und doof. Der kleine Dicke, haust du dem den Schwanz in den Arsch oder umgekehrt? Erzähl mal, ist mal die Gegenfrage. Wir machen das immer abwechselnd. Na schön, spannst du noch schön auf den Bock? Sir, nein, Sir! Du Sau! Hast du überhaupt eine Nille oder pisst du durch den Strohhalm? Sir, der Private hat gesagt nein, Sir, Sir! Los, steh mal auf und hol eine Nille raus, wenn du ein Kerl bist! Einen schönen Neger werde ich dir besorgen. Der wird dich so in den Arsch schicken, dass du 3 Tage Durchfall hast. Aber so, dass dir die Rosette 3 Tage rot glüht. Du arschgefickte, völlgefressene Sau. Ich habe heute auch meine Diplomarbeit geschrieben. Wie der dicke Negerschwanz in einen schönen, schmalen Türkenarsch reinpasst. Weißt du? Da schmatzt es dann immer so schön. Deswegen muss der Türke vorher ein bisschen Abführmittel nehmen. Du kleiner arschgefickter Kanacke, da bin ich wieder. Ich verpasse dir den Arsch und ich werde dir den Neger holen. Ich fick dich in den Arsch, du kleiner, fieser Kanacke. Du krummbeiniges, mieses Kanackenschwein. Los, steh mal auf, du Sau. Steh mal auf. Du sollst aufstehen. Ja, wo warst du verreist, sag mal? Wo ich verreist war? Auf der Salmonellen. Du geiles Schwein. Was hörst du gerne, so eine schöne Geschichte? Dann kommen die 3 Neger. Die werden dich so richtig durchficken. Türken und Neger, alles Arschficker. Weißt du, was? Ja, so siehst du aus, du kleine, dreckige Sau, du. Ich krieg euch alle in den Arsch. Du hast ja jetzt so einen kleinen Lustknaben dabei. Hast du den auch schon mal den Arsch gefickt? Der sieht doch schon aus wie so eine richtige Gesichtsfotze. Und dann sagst du doch auch noch, dass zwei weiß angezogen hinten stehen. Das sind 2 Neger, die da stehen. Die wollen dir jetzt ihren Arsch ficken. Du krummbeiniges, mieses Kanal.